Hallo meine Lieben, hier ist wieder Sabine. Ihr kennt mich ja, ich muss zu jedem Mist meinen Senf dazugeben und damit ihr das in Zukunft auch könnt, gebe ich euch einfach mein Rezept. Das Rezept ist ganz einfach, ich halte erstmal wieder die Zutaten in die Kamera. Also nicht die Zutaten, der Zettel mit den Zutaten. Also das ist nun wirklich ganz easy peasy. Bei mir geht es natürlich wieder mit Cups, weil ich ja amerikanisiert bin. Und hier kann ich euch mal die Zutaten zeigen, das ist was ihr braucht. Ihr braucht Senfsaft. Samen. Also ich habe jetzt gelbe und braune, man kann das mischen oder man kann nur eine nehmen, ist ganz egal. Salz, ohne Fluor, wir wollen ja nicht verblöden. Weißwein und Apfelessig. So, und dann nehmt ihr euch einfach einen größeren Bottich erstmal. Einen größeren Bottich, also ich nehme jetzt mal hier diese Tasse, weil ich habe nicht aufgepasst und nicht alles anständig vorbereitet. Nein, wir nehmen lieber diesen Bottich hier. So. Diesen Bottich nehmt ihr, dann nehmt ihr euch eine Waage oder so einen Cup. Und füllt erstmal Senfsaaten ab. Die Tüten sind noch nicht auf, das wird wahrscheinlich alles im Bauch untergehen. Ja, es ist wichtig, dass man immer zu allem seinen Senf dazu gibt, weil egal, ob man jetzt dazu, ob man jetzt immer die absolute Meinung hat oder nicht, niemand hat die absolute Wahrheit. Also sobald man von irgendwas, finde ich, Ahnung hat oder sich Gedanken gemacht hat, darf man sehr wohl seinen Senf dazu geben. Und ich gebe meinen Senf zu allem dazu. Es gibt ganz wenige Sachen, wo ich keine Meinung habe. Zum Beispiel zu der Frage Alufelgen oder Radkappen. Na, dazu habe ich keine Meinung, deshalb sage ich dazu nichts. Aber zu jedem anderen habe ich eigentlich eine Meinung. So, also ihr nehmt so eine halbe Tasse mit Senfsaat. Ich nehme jetzt die braune. Oder wie gesagt, 120 Gramm. Tut ihr einfach hier in diesen Bottich. Dann nehmt ihr 100 Milliliter Weißwein. Könnt ihr ruhig eine billige Plörre vom Discounter nehmen, ganz egal. Also wie heißt das? Man sagt immer Pennerglück. Darf man das noch sagen? Oder ist das jetzt irgendwie feindlich gegenüber? Also jedenfalls billigen Weißwein. Haut ihr da rein. Dann braucht ihr Apfelessig, der ist ja angeblich sowieso total gesund. Die Promis trinken den ja immer hier seit Jahren schon mit, ich glaube mit Honig, Cheyenne-Pfeffer und noch irgendwas, macht schön. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber was man glaubt, das funktioniert wahrscheinlich auch. Und dann noch Wasser und Salz, ganz wichtig, nicht verblödendes Salz. Das mache ich auch wieder nach Gefühl und Wellenschlag. Ja. Das verrührt ihr dann. Das ist so einfach, das ist echt, ich weiß gar nicht, wieso man sich teuren Senf kauft. Ja, das füllt ihr dann hier in so einen Bottich. Ich hoffe, das passt hier halbwegs rein. Wahrscheinlich nicht. Lass mich mal reinigen. Und das lasst ihr dann einfach so, ja, 1, 2, 3 Tage in der Küche stehen. Ab und zu mal dran schnüffeln. So. Und wenn es dann 1, 2, 3 Tage in der Küche gestanden hat, dann füllt ihr das in euren Blender. Und mixt das so durch, damit das halt ein bisschen kleiner wird. Also manche Leute lassen es auch einfach so, aber man kann es auch kleiner machen. Und danach stellt man es in den Kühlschrank. Und da lässt man es dann ungefähr 4 Wochen stehen und dann ist es Senf. Und dann sieht das so aus, das ist ja noch so ein kleiner Rest, der noch über ist von uns. Und dann könnt ihr, ich mache euch das mal vor, wie man seinen Senf dazu gibt. Also ihr nehmt dann einfach so einen Löffel und schon habt ihr euren Senf dazugegeben. Also so wie ich das auch immer mache. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann.